So, wir machen jetzt eine Honigernte bei der regenerativen Permakultur Aue Süd. Ich habe hier auch zwei Leute mitgebracht, den Anton von Bivital und Permabees und meine liebe Annie aus Thailand. Hi. Und bei der Honigernte müssen wir jetzt Folgendes beachten. Einmal, dass da keine Räuberei kommt. Wir haben jetzt auch schon ziemlich spät. Wir haben jetzt kurz vor 8 Uhr und es steht da auch, glaube ich, ein Regen davor. Könnte zumindest heute mal kommen. Schauen wir mal. In allen Fällen müssen wir schnell arbeiten, dass die Bienen nicht eine Räuberei bekommen. Es ist die letzte Honigernte. Das ist jetzt die Sommertracht, die wir jetzt noch während der Blüte der Goldrute hier aus den Völkern rausnehmen können. Wir nehmen nur gute Waben mit und alles, was, sag ich mal, so halb gefüllt ist oder auch noch viel zu flüssig ist, das verbleibt im Bienenvolk als Winterfutter. Wir haben jetzt noch die letzten 9 Futterwaben vom Frühling übrig. Die können wir jetzt bei Völkern, wo es ein bisschen zu knapp wird, dann wieder reinbringen. Und vor allen Dingen machen wir jetzt auch bei den Bienen jeweils links und rechts eine Naturwabe hin. Da haben wir es schon mal vorbereitet. Das sind die da hier, diese Leerrähmchen. Die sind für den Winter wichtig. Und im besten Fall bauen es die Bienen noch halb aus. Und da wir auch hier jetzt, wie gesagt, die Hälfte vom Honig den Bienen geben und die andere Hälfte für uns nehmen, muss man halt danach sagen, ja, es ist immer noch zu knapp für die Bienen. Deswegen ist dann nach dieser Aktion das baldige Auffüttern auch vonnöten. Und wenn man noch Futterwaben hat, kann man sich das dann sparen, aber habe ich nicht genug, von daher wird es wahrscheinlich so halb-halb gehen. Zur Vorbereitung, Kiste Leerrähmchen. Dann haben wir hier so ein paar Leerboxen verteilt. Einfach nur leere Kisten mit Deckel und Unterboden, wo der Honig reinkommt. Damit man nicht während dem Prozess alles am Tragen ist, haben wir da nochmal einen hingestellt und da vorne auch nochmal, glaube ich. Dann haben wir des Weiteren eine Kiste, ein ausgebauter Mittelwände dabei. Das sind diese Kisten hier. Und mit diesen Rähmchen können wir die entnommenen Honigwaben auch wieder auffüllen. Weil wichtig ist ja, dass wir hier immer wieder voll werden mit unseren Kisten, also keine Hohlräume lassen. Sonst kann es ja auch passieren, dass die Bienen da in die Hohlräume dann Naturwaben ziehen. Des Weiteren haben wir hier noch 2 saubere Bienenbesen an Bord. Und ich würde mal sagen, los geht's. Alles Weitere ergibt sich ja aus der Praxis, oder? Natürlich. Perfekt. 1, 2 und let's go. Wenn man sowas zu zweit macht, ist das natürlich besonders gut. Und wenn man zu dritt ist, ist es noch besser. Hier schaut mal, das war mein Wabenhonig für diese Saison. Das war wohl nichts. Haben sie nicht mehr wirklich was geschafft. Und was man halt dieses Jahr auch sagen muss, Frühling war wirklich super und Spätjahr war, ja, nicht so toll. Wir hatten hier eine mega Trockenheit, das ging ab Juli los und da haben schon die Linden schlapp gemacht bei uns. Wir halten es auf jeden Fall immer auf Verdacht. Möglicherweise können wir das noch abernten für den Fall, dass wir hier bei den Zweizagern Waben rauskriegen, die so naja gefüllt sind, können wir hier damit alles voll machen. Und der Wabenhonig hier, den kann ich nicht rausnehmen, der muss eher gut drin bleiben, geht nicht anders da, weil der ist ja gar nicht komplett gefüllt. Und diese 4 Waben hier, ich zeige die gerade mal beim ersten Video, zeige ich die euch schnell. Das sind die Waben, die ich angeritzt habe in der Mitte vom Bienenvolk. Die immer und ewig verbleibenden, ganz, ganz wichtigen Futterwaben für die Tiere. Die werden nicht abgeerntet. Die bleiben als Futterreserve dem Bienenvolk erhalten. So, hier haben wir eigentlich schon mal alles richtig gemacht. Und da wir später noch die Lücken auffüllen, machen wir jetzt die Klammer auch noch nicht zu.
Ja, wir sagen hier mal Honigernte gemacht mit einem H. Und Deckel müssen wir auch zumachen. Und dann fehlen da noch zwei Waben. Wenn ihr eine Honigernte habt, bitte nicht so viel in die Völkereien rauchen. Das kann dazu führen, dass euch nachher der Honig nicht so gut schmeckt. Schade, dass wir dieses Jahr nicht nochmal so volle Waben wie im Frühling rausbekommen haben. Wirklich schade. Aber ihr seht, da ist ja schon ein bisschen was drin. Mach die mal raus. Ja, die nehmen wir. Und die hier auch. Die nehmen wir. Ja. Wie immer arbeite ich hier ohne Schutz. Das habe ich jetzt heute schon den ganzen Tag getan. Und bis jetzt habe ich hier keinen einzigen Bienenstich abkassiert. Manchmal wundert es mich selber, wie wenig meine Bienen mich dann doch stechen. Und wie sieht es mit der Wabe aus? Lohnt sich nicht wirklich, da was rauszunehmen. Ne? Lassen wir mal drin. Und die zwei Naturwaben haben wir jetzt auch drin gelassen. Das heißt, auch hier war es das schon. Ein Haar wieder rein geschrieben für die Honigernte. Zweizarger. Damit können wir ein bisschen anders da umgehen. Einmal öffnen. Ja, hoppala. Okay, der ist wirklich sehr, sehr leicht hier. Und jetzt kommt genau das, was ich da meine. Und zwar haben wir hier folgende Situation. Wir haben hier eine Wabe. Honey, can you open this hive, please? Hier ist eine Wabe, die nicht wirklich voll ist. Complete open. Und damit ersetzen wir jetzt einfach die Rähmchen. Warum? Weil sich sowas hier überhaupt nicht lohnt abzuernten. Aber auf jeden Fall schon mal ein bisschen was drin ist für die Bienchen. Und wir dann auch demzufolge nicht alles mit dem Zuckerwasser ergänzen müssen. Wir wollen ja Fairtrade bleiben mit der Biene und da heißt es halt immer, hey, wenn die Bienen 500 Gramm jeden Tag fressen, dann muss da halt auch echt einiges drin bleiben. Sonst haben die bis zum Winter nämlich nur noch Zuckerwasser, um es mal kurz so durchzupeilen. Das Ding zusammen, was ich jetzt reingestopft habe, war noch nicht mal ein Kilo. Aber hier geht es dann los. Minimum 2 Kilo, 4 Kilo, 6 Kilo, 8 Kilo, 10 Kilo, 11 Kilo und mit allem drum und dran, was wir da noch so drin haben, haben wir dann so 12 Kilo Honig jetzt hier drin gelassen für dieses Bienenvolk. Ich weiß, es ist wenig. Ich muss aber auch in manchen Jahren tatsächlich auch sagen, hey Biene, es ist wirklich halb-halb, weil wenn ihr nicht wirklich für mich Honig macht, kann ich mich halt auch finanziell für die Bienchen dann nicht mehr kümmern. So, we open this one also. Hast du da was Halbes? Gerade nicht. Mhm. Eine oder zwei? One or two? Three. Three? Moment, müssen wir ein bisschen aufpassen. Jetzt haben wir hier schon mal eine volle, aber drei Waben. Ne, Moment, da kommt noch mal eine Futterwabe rein. Jetzt habe ich noch Mist gebaut. I forgot the feeding combs. Where is it? You can actually put it here. It always goes in the middle, the feeding comb. But where is it? Okay. It's behind the shelter here. Okay.
Dann schreiben wir hier selbstverständlich noch auf, dass die Futter bekommen haben. Hier. Futter. Im August eine Futterrabe. Machen wir dem vor genauso. Ja. Das habe ich jetzt vergessen. Setzen wir rein. Ja, two feeding combs. Lass die unten drinnen dem Bienenvolk. Showbienen. Two in here? One. The comb you're holding goes in the middle from this colony. Super, können wir das Volk hier wieder schließen, weil da sind wir dann komplett durch. Honey, where's the feeding comb? Yeah, just get a two, make two. Thank you. So, dann sind wir mit dem hier auch durch. Und da schreibt man jetzt natürlich auch die Statistik rein, dass wir hier nochmal im August Honigwaben rausgenommen haben. Und dass wir geerntet Futterwaben eingehängt haben. Die hast du drin gelassen hier, gell? Ja. Das ist gut. We need one feeding comb here. So, und die hat der anderen auch drin gelassen, richtigerweise, weil das lohnt sich nicht. Wir reden aber nochmal von einer. Und da müssen wir jetzt mal gucken, ob wir das rausnehmen oder den Bienen lassen. Nee, das lassen wir den Bienen hier. Was meinst du, Dude? Den Bienen geben, ne? Ja. So, und hier geht's weiter mit der Ernte. Warum raucht denn da niemand rein? Die stechen doch gleich. So, honey, but please put it on one side. Maybe we feed that later back. Hier geht's weiter mit denen hier. Ihr seht, wie wir das machen. Wir klopfen die Honigwaben nur ab. Das ist ein ziemlich schneller Prozess. Guckt euch nochmal an, wie das der Anton macht. Hat auch eine schöne Wabe hier. Und rumdrehen das Ding. Und nochmal klopfen. Perfekt. Oh, sorry. Hubala, jetzt haben wir hier einen Arbeitsstau. Und ich habe hier eine richtig dicke Wabe. Wow, geil. Ha, habt ihr das gesehen? Ein paar Mal drauf geklopft, alle weg. Nächste. Und Anton und ich nochmal eine. When they open, we're gonna separate. It's separation here. This one is not no, separation. Where's the separated comb? Separate one. This is this is the small one. Take care, please. Sorry. No. I just gave you a comb to separate. This one here. Here, because it's all open. Okay. We might feed it back. Was meinst du? Mm-hmm. Separate it here, we might feed it back. Mm-hmm. Nimmst du? Die Art und Weise, wie wir hier Honig ernten, ist traditionell. Ganz speziell für die ganzen Honigkunden von mir gibt es nur Honig von, ja, wirklich, wie soll man sagen, von der First-Class-Methode, weil nur mit dieser, sag ich mal, Handmethode die Bienen wirklich frisch von den Waben abkehren,
Und dann sofort schleudern. Ganz egal, wie lange das dann nachts geht. Spielt keine Rolle. Honig wird bei Bibetal sofort geerntet und ist in den nächsten Stunden schon im Eimer und Ruffel im Deckel. Und für diese tolle Honigqualität verbietet sich jede andere Technik, die man eben anwenden könnte, wie zum Beispiel die Bienenflucht einsetzen oder. Gibt ja auch noch so einen Bienenblower und dieses ganze schicke Zeug, wo manche Großimkereien einsetzen. Das gibt es bei Bibetal alles nicht. Das ist alles freie Handarbeit für die beste Honigqualität. Oh, was sind das für eine Wabe? Gucken wir mal, was die sonst noch haben. Mit Wabenhonig muss man sagen, sieht es echt übel aus dieses Jahr. Den haben sie alle weggefressen. Zeig mir mal die Wabe. Ja, drin lassen. Nimm dafür die hier. Wir gehen als erstes auf den Zweizager los. Vielleicht können wir da Waben noch mal von A nach B transportieren. Das sind ja alles hier, die wo drin bleiben. Machen wir jetzt wieder hier einen Schlitz auf. Genau, der andere hat schon Bescheid. Da kommt noch eine fette Honigwabe rein. Happy Happy für die Bienen. Das, was wir jetzt zurückhängen, sind alles die überschüssigen Waben vom Frühling gewesen, die wir bis jetzt relativ gut einlagern konnten. Mit dem Zweizager geht es weiter. Da haben wir wahrscheinlich dasselbe Phänomen wie hier, dass wir ziemlich viele Waben zurückhängen können in andere Völker. Honig, ein H für die Ernte und hier ein X für Futter gegeben. Lass uns mal kurz offen, ich bin überzeugt, da kommen gleich die nächsten. Ups, da ist kein Durchgang mehr. Die gehen wir halt hier ganz illegal durchs Bienenweidefeld. Ja, da sieht es genauso aus, wie ich mir das gerade gedacht habe. Seht ihr, sind auch sonst mal dunkle dabei, mit nicht so ganz reifem Honig gefüllt. That goes to this hive. And hold on, there's another one. This one? Now we can do it together. Was in der Honeybox. Um eine Wabe dreht sich jetzt noch. Ich finde noch eine bessere. Sowas hier vielleicht. Ihr seht, ich habe hier noch ausnahmsweise tatsächlich ein paar dunklere Waben drin. Das ist aber auch definitiv das letzte Jahr. Das kam nochmal durch die allerletzten Umbauaktionen von den alten Segeberger Kisten zu meinem Homehive-System, und ihr seht, die schwarzen Waben werden bei mir eigentlich auch nicht wirklich abgeerntet. Die will ich selber nämlich nicht essen. Für die Bienen ist das okay. Wenn die es leer gefressen haben, dann fliegen die Waben sofort in den Dampfwachschmelzer. Can I get some smoke here? Und die Besen haben wir jetzt gar nicht gebraucht. Noch besser. Gut, Austausch.
Nein! Haben sie mir wieder einen Wabenhonig leer gefressen. Schade, schade, schade. Vielleicht hier. Kommt schon, Mädels. Gebt mir zumindest einen einzigen Wabenhonig. Da wäre ich doch schon glücklich. Da haben wir ihn doch. Oh, Gott sei Dank. Also Wabenhonig wird dieses Jahr eine Rarität. One Company. Wenn du noch offen Waben hast, Dude, ich habe hier noch Platz bei der Kiste. Honeycomb. Und dann hier wieder unsere Leerwabe. Wie viel hast du noch drüben? 4 oder 5. Okay. One feeding comb. Honig zurück bitte. Yep. Anton, du kannst theoretisch noch 2 Waben. Ah ne, warte mal, die haben wir ja. Eine Wabe ist noch. Oder können wir die ernten? Okay. Ich bin hier voll mit meinem Bienenvolk. Eine könnte ich aber noch austauschen. Brauchst du noch einen oder wie sieht's aus? Er hat noch einen, zeig mal. Die ist schon relativ schwer. Sag mal vom Gewicht her, sich das lohnt zu schleudern. Die anderen sind alle leichter. Das ist die schwerste? Ja. Dann gib mir die leichten, dann schleudern wir die ab und dann wechseln wir gegen eine leichte aus. Weil er hat jetzt hier das Volk wieder aufgebaut mit, da haben wir jetzt die Futterwabe noch rein, gell? Ja. Die hat er hier rein, kann man gleich sehen. Jawohl, und dann haben wir noch so ein paar halbe Dinger. Das ist leer, leer. Also das lohnt sich ja alles hier gar nicht. Was ist mit deiner? Ich würde die austauschen. Ja, genau. Mhm. Okay, die eine da, wo sie gerade so arg drauf hocken, die ernten wir ab. Die sieht total reif aus, auch wenn sie unverdeckelt ist. Wenn du jetzt noch mal eine hast, dort, wo wir noch so ein bisschen drauf haben. Ich habe da vorne noch eine ausgebaute Wabe in dem Volk gesehen. Da könnten wir noch mal austauschen, aber nur eine noch. Wenn du noch eine Wabe hast, ich habe da vorne in dem dritten Volk von der Reihe dort, habe ich noch mal gesehen, dass eine Wabe komplett gelb ist und unbesetzt. Wenn du noch eine hast, wo Nektar drin ist oder so halb, dann können wir die da reinsetzen vorne. Ja.
schon. Hier ist auch alles gut gelaufen. So. Klammer drauf. Hey, das ist ja nur noch leer hier, das ganze Zeugs. Das lohnt sich ja nicht mehr. Jupp, und so. Also das ist großartig gelaufen. Ihr habt jetzt gesehen, wie schnell das jetzt alles ging im Team. Da muss man natürlich ein bisschen eintrainiert sein, um so schnell auch agieren zu können. Aber das ist genau das, was es braucht bei so einer traditionellen Honigernte. Ich weiß, mit so einer Bienenflucht ist das halt alles viel schneller gemacht. Aber der Honig wird kalt über die Nacht. Und wenn die Bienen nicht drauf rumlaufen, dann nimmt der Honig halt auch einfach an Wassergehalt zu. Und ich liebe die Direktverarbeitung von den Bienenprodukten. Ist bei Bivital alles frisch. Honig direkt raw aus dem Bienenvolk raus, direkt verarbeitet. Ein paar Tage im Eimer und sofort ins Endgebinde rein. Das ist das, was ihr bei Bivital für eine Qualität bekommt. Und dem Motto bin ich jetzt schon seit 11 Jahren treu geblieben. Auch wenn es Vereinfachungen gibt, wie zum Beispiel Beeblower, wo dann die Bienen rausfegt und das einfach ja, die Bienen dann einem krumm nehmen. Oder aber auch die Bienenflucht, wo mir die Arbeit erleichtern würde. Gibt es bei mir alles nicht. Alles reine Handarbeit und von den Bienen natürlich eine ganz tolle Bienenarbeit. Und von der Pflanzenwelt. Jetzt wisst ihr auch, warum ich mich da so kümmere, dass wir hier blühende Permakulturen haben. Weil Honig gibt es halt nur von Nektar. Ohne Nektar kein Honig. Ohne Honig keine Bienennahrung. Ohne Bienennahrung keine Bienen und letzten Endes auch kein Honig für uns. Und genau deswegen ist das so mega, mega wichtig, ganz davon abgesehen, dass andere Insekten auch dasselbe brauchen wie die Honigbienen. Deswegen ist es so wichtig, dass wir Menschen hier blühende Kulturen wieder ins Leben rufen. Wir brauchen Bäume, Pflanzen und zwar alles insektenbestäubende Sträucher, Büsche, Bäume. Und völlig egal, ob die heimisch oder nicht heimisch sind. Es soll blühen und den Tieren einen Mehrwert geben. Das ist wichtig. Und das ist das, was es braucht, wenn wir auch das Insektensterben beheben wollen. Und wenn wir mehr Honig haben wollen, dann braucht es eben auch. Bis dahin, ciao.